Ja, und eine der wichtigsten Rückeroberungen der Ukrainer ist der Eisenbahnknotenpunkt Liman und auch das einst beliebte Urlaubsziel Svetohorivsk. Unser Weltreporter Alfred Hackensberger, der hatte als einer der ersten Journalisten die Chance, diese Orte zu besuchen. Das Bild, das sich ihm geboten hat, ganze Ortschaften in Trümmern. Es herrscht eine fast gespenstische Stille in Liman. Als eines der ersten Kamerateams kann Welt in der gerade erst befreiten Stadt drehen, die Zerstörung an jeder Ecke zu sehen. In diesen Tagen werden die Leichen russischer und ukrainischer Soldaten weggeräumt. Die Menschen vor Ort immer noch ohne Wasser, Strom oder Gas. Ein ähnlich verheerendes Bild im 24 Kilometer entfernten Svetohorivsk. Vor dem Krieg ein Touristenmagnet ist von der einstigen Idylle nicht viel geblieben. Ein paar Liebesbekundungen haben die Kämpfe überstanden, anders als viele Wohnhäuser, Geschäfte, der Bahnhof oder auch diese Brücke. Im anliegenden Wald, sonst zu dieser Jahreszeit ein Eldorado für Pilzsucher, liegen überall russische Minen. Maxim und seine 81. Brigade waren maßgeblich beteiligt an der Offensive, die die Russen in den letzten Tagen aus Liman und Svetohorivsk vertrieben hat. Die Russen können gerne wiederkommen, dann werden wir noch einmal zeigen, dass sie nicht freiwillig abgezogen sind, sagt er selbstbewusst. Wir haben jetzt alles unter Kontrolle und suchen derzeit nach Kollaborateuren. Einer der ersten Orte, die die Ukrainer bei ihrer Gegenoffensive befreien konnten, war Isjum. Fast ein halbes Jahr stand die Stadt unter russischer Kontrolle, die Schäden hier nicht nur äußerliche. Viele Bewohner berichten von schwerer Folter. Es ist ein Ort, ein Schauplatz dieses Krieges, der zeigt, wie lange es noch dauern wird, bis wieder erste Spuren der Normalität zurückkehren können.